Und zwar willkommen zu Spieltag Nummer 11 im UET. Ja, die komplette Tabellensituation ist aktuell so. Ich stehe 5-5, Yves steht 5-5, Arno steht 6-4, also unser Gegner ist Arno. Ich habe auch Chance auf die Playoffs. Entweder muss Yves verlieren, also ich muss auf jeden Fall gewinnen. Entweder ich gewinne gegen Arno und Yves verliert, dann sind Arno und ich in den Playoffs. Außer ich gewinne höher als... Ich gewinne höher als 4 zu... Ich gewinne höher als 4 zu 0. Ich glaube, dann ist das Ganze noch ein bisschen anders. Dann bin ich auch vor Arno. Wenn ich höher als 4 zu 0 gewinne, ist aber eigentlich eh egal, wie Boro und Yves spielen. Weil ich dann trotzdem durch bin. Also mit höher als mit 4 zu 0 oder höher bin ich, soweit ich weiß, clean durch. Heißt, ein bisschen was rausholen. Und irgendwie sinnlos mal abwerfen ist nicht. Ich gehe jetzt durchs Team einmal schon durch. Ich weiß nicht, ob es ein Team Building gibt. Falls ja, gönnt euch. Falls nein, ich gehe jetzt einmal geschwind im Schnelllauf durch. Sonst, wenn es euch nochmal interessiert, ist wahrscheinlich auch noch unten im Pokepaste-Link. Ja. Wenn mich schon nochmal scrollen lassen würde, könnte ich es auch direkt kurz mal zeigen, also vorlesen. Also mein Live-Op Towers. Ein Rocky Hill mit Lando, mit sehr viel Fistiff-Investment. Ein Fistiff Rotom Wash im typischen Set wie immer. World Switch, Hydro, Defog und Willow. Heatran Mixed Offense, der soll sich um Raumart kümmern. Ein physisch defensives Umbreon Wish, als Wish Passer mit Toxin und ein Scarfed Celebi. Damit es alles gut hitten können soll. So. Okay, Anna und ich probieren uns gerade zu suchen und funktioniert anscheinend gar nicht so, da müssen wir nochmal neu suchen gerade. Ja, dann findest du an der Fresse so. Okay, also wenn ihr dann das Naturgeräusch hört, dann liegt es daran, dass ich auch mit Arno neben meinem Schreiben bin. Ja, ich habe mein Team im Kalk drin, meine Audio läuft, ja, meine Audio läuft, die OBS-Aufnahme läuft, sehr gut. Ich bin komplett zerfickt gerade innerlich, weil ich gerade keinen Plan habe, wie ich hiermit klarkommen soll. Weil der Druck gerade schon ein bisschen existent ist, vor allem den ich mir selbst immer wieder mache. Ja. Und ich hoffe, das wird ein gutes Game ohne große Missplays oder sowas. Sehr häufiger mal vorkommt, dass ich sowas mache. Ja. Ich hoffe, wenn das jetzt nicht so lange dauert, sonst muss ich halt wahrscheinlich cutten. Habe ich jetzt auch nicht das Internet irgendwie auch gemacht hier. Okay, jetzt ist er anscheinend erst, wahrscheinlich jetzt erst gesucht. Anscheinend. Jetzt. Okay, wir gehen direkt rein. Und. Jetzt. Wir gehen direkt rein und. Ich wünsche Arno good luck, have fun. Geiles Game, bitte einfach. Und bitte Playoffs. Ich habe die Season so verspielt, irgendwie muss ich da hochkommen. Wobei ich nicht mal die Season unter meinen Fähigkeiten. Also, es ist immer so scheiße, so wie gesagt, ja, ich spiele komplett unter meinen Fähigkeiten. Aber im Endeffekt, wenn ich nicht mal die Season unter meinen Fähigkeiten spiele, dann probiere ich hier wesentlich noch irgendwas rauszuholen. Aber ich am Ende. Ich brauche noch einen schönen Zettel. Aufschreibe, was da abgeht. So, vielleicht dann Ding, das aufzuschreiben, ich habe noch einen Zettel vom Game gegen Ox rumliegen.
wo ich effektiv nur Monster durchgeschrieben habe, die schon down war. Perfekt. So. Okay. Also, ich rechne mit Zero Aura, ich rechne mit dem, mit der Krabbe, ich rechne auch mit Primarina und da könnte ich gefährlich werden. Vor allem, wenn der mal Differenzen zerstört. Wem rechne ich noch? Da mir gerade, ich habe das halbe Team nicht mehr im Kopf, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, mit was man rechnet. Mir fällt so schnell wieder ein, wenn ich es sehe. Und halt, wenn ich wieder die vier Monster, auf die ich mir am meisten gepreppt habe: Ramot, Kingla, Primarina und Zara Aura. Natürlich, wie gesagt, ich mich auf irgendwas wieder underprept habe, das passiert ja relativ häufig mal. Man sieht Pitipan letzte Woche. Den ich deutlich hätte einfacher besiegen können, wenn ich zum Beispiel einen Ancient Power auf meinem Heaturn gehabt hätte. Passiert. Ey. Bin dann wieder so am Pumpen hier, das ist unfassbar. Von mir ist relativ schnell mit seiner an Mod fertig. Dann explodiere ich hier noch. Und dieser Preis ist noch ein bisschen länger dauert, dann cutte ich hier. Weil jetzt muss ich jetzt dann nicht cutten, immerhin. Weil er war relativ schnell von fertig. Jetzt bitte, 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 wird einfach schnell fertig. Wenn man auch einmal ausstellen, als wenn das A da ist. Machen alle anderen auch. Okay. Okay. Wir sind kein Zero Aura. Okay, dann war das Scarf auf. Ich habe mir noch kurz vor dem Game noch ein Scarf vor auf Celebi gemacht. Weil im Endeffekt eine dumme Idee, wie man sieht. Bisschen wir gerade klar, wir sind Glaciola. Okay. Ich sehe mich dann tatsächlich bei einem Jackie Lead. Hör mal auf. Kingla. Galadi. Ich habe mir vorgestellt, dass es gleichfähig gescarft ist. Glaciola wahrscheinlich irgendwie Freestyle-mäßig unterwegs. Kramor, Primarina und Ramot. Stimmt natürlich auch, ich habe mich auf Kramor auch gepreppt. Also, wäre dumm, auch wenn ich, aber wir haben mich ja ausgeblendet gehabt. So, ich würde sagen, wir gehen ab. Ich glaube, tatsächlich ist die SM Smasher die beste Idee für ein Lied. Würde ich tatsächlich so bewerten, wenn ich das hier sehe. Ich kann relativ viel, relativ gut hitten. Natürlich ist das scheiße, wenn er irgendwie mit Primarina oder mit Kingla leadet. Aber mit den. Vielleicht fällt auch eher weniger, aber ich sehe ein Kramor-Lied eigentlich am ehesten. Deswegen gehe ich auch mal mit Heat schon an. Vielleicht auch mit einem Lando-Lied. Das Gute ist, wir können hier bis auf Kramer wahrscheinlich fast jedes Mal mit aus two-shotten. Kramer maybe auch hier nach Investment. Heißt auch Passe? Ist ja mir neu, aber. Na. Grantelbart, geiler Name. Und wir sind Kingdom. Was ich schon mal direkt etwas uncool finde. Ich will natürlich direkt in Rotem gehen, alles andere ist dumm in dem Moment. Wir können halt mal schauen, was er macht. Also je nachdem, egal was er macht, ich will dich erstmal hinbören. Also er ging natürlich raus, aber wenn jetzt mit Kingdom drin bleibt, würde ich gleich erstmal den Burn. Ob er es ja auch hittet. Manipulation kann natürlich auch trotzdem wehtun, wenn er live auf Sheer Force ist, ne? Brandon kommt rein und wir sehen die G-Max, okay.
G-Max ist weg. Wir sehen einen der coolsten, meiner Meinung nach, G-Max-Designs überhaupt. Auch wenn der Bart ein bisschen zu viel ist. Also ein bisschen weniger hat auch gereicht. Hätte das Spiel nur so ein Horst-Lichter-Bart machen können. Dünner Faust, okay. Wir sind aber noch schneller dran. Dünner Faust. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Kampf-Move. Ich tippe mal auf eine Superpower. So. Okay, wir burnen den Mann erstmal. Er hat, glaube ich, kein Lauf-Damage bekommen, ne. Kein Life-Orb. Auf jeden Fall wegen der Eier nochmal. Ich kann nach dem Game auf jeden Fall sagen, wahrscheinlich, dass ich es bereue, dass ich vielleicht vor dem Kampf gegen Benji erstmal schauen sollte, ob mein Fokus dann auch G-Max war. Das kann man wahrscheinlich direkt schon mal sagen. Okay, der ist jetzt nicht schneller als Rotom, okay. Ich bringe nämlich Citrus, also leben werde ich auch nochmal einen Move. Und auf dem Stärkniveau bleibt. So, der Burn hittet auch. So, und da ich das langsam sind wir relativ safe wie switchen und in Celebi gehen. Dann würde ich wahrscheinlich direkt den Double into Heaton machen. Damit ich dann vielleicht Kramer reinbekomme und irgendwas toxen kann. Voltwechselkorb, der macht sehr guten Schaden. Okay, ich muss mal nicht mit irgendwelchen random Speedrops hier leben, weil ich jetzt in Jolie gehen kann. Natürlich kann es auch sein, dass ihn jetzt einfach abwirft, ne? Aber. Aber das ist jetzt auf plus 3, zwar geburnt, aber trotzdem ist es halt ordentlich Angriffswert. Kill ich den jetzt oder gehe ich raus in die Turn? Ich glaube auch nochmal in Brandon gehen. Mit dem, was er macht. Aber es ist halt alles wirklich, wie vorhin schon gesagt, ich muss auf meine Differenz achten. Und wenn ich jetzt hier runterfalle, verliere ich auch wieder ordentlich von meinem Momentum. Ich gehe auf den Gigasauger. Ich kann wahrscheinlich mehr anfangen, wenn er jetzt gerade. Okay, er wird's wirklich ab. Und damit hat Celebi schon mal wieder einen Kill. Kingler ist weg. Wir sind ohne Verlust durchgekommen durch die G-Max. Sehr gut. Das war wichtig. Jetzt wahrscheinlich Kramer kommt, tippe ich mal. Jetzt hätte ich gerne einen Flame Buddy auf meinem Heatran. Und hier auf irgendwelche U-Turns besser regeln könnte. Vielleicht ich aber gleich einfach einen Rotom. Das ist die Idee, das ist eher nicht. Wenn ich das Rotom wahrscheinlich nur noch auf Kramer mal reinkommt, könnte ich den vielleicht auch als Death-Faller benutzen. Sowas macht er jetzt. Also, er wird. Also, wie gesagt, es wird entweder Kram oder Ramot kommen. Eins von beiden wird es halt sein. Weil ich nachher natürlich auch Rotom aber mit einem Dinger hochholen könnte. Mit einem Wish. Wobei hier Wish tatsächlich relativ. Positiv gesehen, relativ schwierig ist, weil wir hier. Noch 4 von 5 Mons haben, die Natara gut hitten können. Davon sind es halt Mons wie Ramot oder Primarina, die halt auch ordentlich drücken. Was macht er jetzt? Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich Kram oder Ramot jetzt kommen. Als andere würde mich wahrscheinlich jetzt überraschen. Und im Endeffekt wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich ein Spezialdefensives Natara mitgenommen hätte. Oh.
Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder, ne? So, Pieps, wir sind wieder zurück und ja, das hat jetzt wirklich knapp eine halbe Stunde gedauert, bis wir wieder connected waren. Weil irgendwie, also wir haben es mit einem anderen Server probiert, der irgendwie jetzt halt nicht funktioniert hat. Und plötzlich hieß es irgendwie, dass die Regeln nicht die gleichen sind, die wir irgendwie haben. Das ist komplett behindert gerade gewesen. Also wirklich, ich habe keinen Plan, was gerade abgeht. Jetzt sind wir wieder da, wir haben jetzt die KMSL wieder gemacht. Ich kann mir jetzt auch wieder rausholen, den ich mir vorhin gemacht habe. Ich habe hier einen Kuli aufmachen, den ich davor extra für geholt habe. So. Und jetzt, er hat vorhin schon gesagt, er hat das ja hier ausgewählt, was er vorhin ausgewählt hat. Ich will es natürlich nicht besser ausgewählt hat, aber er hat irgendwas ausgewählt, von dem her Bruma kommt und das ist Raumort. Okay, wir gehen also direkt in Heatwin. Er wird sich wahrscheinlich irgendwas für Heatwin überlegt haben, aber da will ich jetzt nicht groß spekulieren oder so wegen. Wir gehen jetzt in Heatwin. Er meint ja übrigens eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon allgemein für Drafts. Ich liebe den. Hat man auch nicht in der NPBL oder so gemerkt oder in der ersten UMT-Season, der ist einfach geil. So, wir gehen in Adam Smasher. Nein, das wäre so, dass er eigentlich ganz fiction. Okay, ein Falter reinkommt. Also sollte eigentlich nichts gegen uns haben. Und wir können Rockstar drücken hier. Könnte sein, dass er eine Charti hat, aber. Selbst die machen uns halt wirklich nicht viel. Ich denke, der Tuschelt auch safe, wenn er Full Fist Def ist. Von dem her, ja, können wir die hier drücken. Vertrauen kommt nochmal. Jetzt will ich keinen Miss. Der wäre jetzt echt. Also zwei Minrocks-Helden müssen in den beiden wäre jetzt echt blöd in den nächsten beiden Runden. Wir hitten, sehr gut. Stahl kommt. Und der killt sogar fast, sehr gut. Ich finde es vielleicht so auf eine Earth Power. Ich bin aber safe. Ich bin safe. Power Blast hätte ich natürlich auch machen können, aber. Ich will ihn jetzt safe raus haben. Also, wir gehen jetzt natürlich raus. Oder wir fixen jetzt einen Ramot ab. Weil danach wird wahrscheinlich dann Primarina reinkommen, tippe ich mal. Dann werde ich wahrscheinlich Rotom abwerfen, tippe ich mal. Wenn das Ding reinkommt. Und ich dann Celebi reinbekomme. Je nachdem, was er halt dann drückt. Der wird anscheinend relativ offensiv sein, nach dem Damage, den ich gerade gemacht habe. Was ist das Beste, was er machen kann? Wahrscheinlich ein bisschen eine Psychic oder sowas, oder? Oder ein Hyper Beam jetzt plötzlich. Also, das sind ja wahrscheinlich so die beiden besten Moves, die er machen kann. Und hat sich auch resistet und das ist ein Heatwave mit 120, ich glaube, Special Phase. Von dem jetzt wird zwar Schaden machen, aber nicht wirklich viel. Ich muss den Kalk wieder aufmachen, sehe ich gerade. Also falls gerade wieder ein bisschen Mausgeklick gehört. I'm sorry, aber ich muss den mir aufmachen. Er geht raus, okay. Und es kommt Queen Blocky. Das ist Primarina. Wenn ich mal schauen, wie viel der invested ist. Das ist, glaube ich, relativ wenig Schaden. Well. Ich tox den. Da wird ein kaum ein Set kommen. Wenn wir schon sowas sehen. Ich tox den. Toxin hittet auch sehr gut. Und er wird wahrscheinlich jetzt kaum halten. Ja, exakt das, was ich erwarte. Jetzt in Brandon. Sehr viel Setup dabei, der Mann. Sehr viel Setup dabei. Vielleicht attackt er jetzt schon, vielleicht bleibt, vielleicht, vielleicht setupt er sich jetzt nochmal weiter. Ich sehe ja einen Protect auf Heatwin. Allgemein, ich habe einen auf Natara immerhin. Den ich auch benutzen muss hier. Aber keine Recovery, ne?
Was jetzt natürlich scheiße, wenn es ein Restock-Set ist. Wenn es ein Restock-Set ist, habe ich hier wahrscheinlich verloren jetzt. Jetzt schon. Wenn es nur ein Command-Set ist mit drei Moves, dann habe ich das hier dann habe ich das Ding, glaube ich, relativ gut geregelt. Tippe ich mal. Ich hoffe, wir besser werden wir in Heat schon, weil ich hier seinen Fairy Move erwarte. Jetzt mal runterchippen. Also ich rechne jetzt mit dem Fairy Move. Oder ihr natürlich auch auf. Wenn ihr zum Beispiel habt, wäre das natürlich richtig gut. Dann kann ich einfach wieder Rotom abwerfen. Wenn es auf den Fairy Move geht, das ist halt das Beste, was ich mache, jetzt hier in Heat zu gehen. Ja, okay, das ist verloren. Vermutlich. Das ist vermutlich verloren. Das ist vermutlich verloren jetzt. Kann ich direkt sagen. Weil ich an dem nicht vorbeikomme. An dem werde ich jetzt nicht vorbeikommen. Muss jetzt in Judy gehen und probieren, ihn jetzt mit Gearsauger zu holen. Aber ich werde ihn wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich nicht gewinnen können jetzt. Aber er hat wahrscheinlich auch nur einen Attack-Move. Bitte, bitte, bitte Erholung, bitte Erholung, bitte Erholung, bitte Erholung, bitte Erholung. Schallwelle. Ist auch ein Wassermove dann. Ja, der macht nicht so viel zum Glück. Okay, das ist natürlich dann sehr gut, dass jetzt ein Wassermove hat. Und ich kann ja vielleicht auch probieren hier irgendwie, dass vielleicht ein Crit kommt nach gewisser Zeit. Erholung, 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 Erholung. Bitte, bitte, bitte. Schallwelle kommt wieder natürlich. Wir nehmen nochmal eine nach dem Gigasauger. Bitte jetzt ein Crit, bitte jetzt ein Crit, bitte jetzt ein Crit. Ist ganz wichtig jetzt. Celebi, bitte. Ein Crit wäre richtig gut jetzt. Jetzt ein Crit, bitte, 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 bitte. Ich habe sonst nie Luck. Macht guten Schaden, ja. Ich lebe nochmal eine. Danke gut. Och, bitte, 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 jetzt, bitte, jetzt der Crit, der wäre so gut, der wäre so gut, der wäre so gut. Bitte, 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 bitte. Celebi, Judy, sei so cool wie im Game. ist keiner. Erholung kommt wieder. Das Ding ist, der ist Fistiff, aber ich meine den wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie knapp 50% mit Taurus. Also wenn ich Celebi auf der Range, auf so einer Range verlieren würde, würde es vielleicht sogar klar gehen, aber ich muss ja auch auf so eine Range erstmal wieder bringen. Das ist nicht die Frage. Wenn ich jetzt schon mal Taurus. Gegen ich rechne einmal mit diesem Full Fist der Primarina. Ja, okay, Erholung sehr gut. Ich habe tatsächlich nicht hingeschaut, aber ich habe die Erholung gesehen, dass es fehlgeschlagen ist. Von dem wird das eine Erholung gewesen sein. Jede Turn, die er verliert, ist gut. Jede Turn, die er verliert, ist gut. Boy, ist der macht dann auch 32-37%, okay. Wir sind wieder fast voll. Erholung, 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 Erholung. Bitte, bitte, bitte. Der hat nur 16 Schlafreden. Erholung. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Crit, 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 Crit. Ah, das klingt halt so blöd, wenn ich hier so hoffen muss, aber es ist ja wirklich das Beste, was mir passieren kann.
Hätte ich irgendwie G-Max Celebi oder so haben? Erholung kommt wieder, ja. Dann haben wahrscheinlich etwa 50% mit einer Schallwelle. Heißt, zwei will ja safe überleben, aber ich muss halt irgendwann kritten. Ich habe jetzt auch nur einen neuen Gigasauger hier. Dürfte natürlich auch gerne mehr sein, aber ja, ist halt schwierig. Gigasauger. Ja, macht halt ein Viertel. Oder wahrscheinlich sogar knapp ein Fünftel. Erholung, 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 Erholung. Bitte, bitte, bitte. Schallwelle. Nicht zu viel. Oh, ziemlich genau die Hälfte. Boah, ey. Warum sowas? Warum? Bitte, 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 bitte jetzt kein Attack-Move. Manchmal Gedankengut oder sowas. Schallwelle nochmal. Tut richtig weh. Boah, hätte ich einen Totshop dabei, ne? Warum hab ich den nicht? Ich hab hier sozusagen noch einen Totshop auf meinem Towers drauf, der wäre so gut jetzt. Crit, 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 Crit. Oder mach oder drück irgendwie am besten Schallwelle oder so. Ja, drück Schallwelle, dann kann ich dich mit Towers rausnehmen. Dann ist halt Judy down, aber ich kann Towers raus. Oh, Schallwelle, aufgewacht, Erholung, okay. Wieder auf Erholung. Oh Mann, warum Arno, warum? Warum? Jetzt am besten zweimal mit Schlaf wieder Erholung bekommen. Ich hab ja nur 6 Giersauger jetzt. Wieder verändern. Keine Schallwelle, keine Schallwelle, bitte keine Schallwelle, bitte keine Schallwelle, bitte keine Schallwelle. Ach, hallo, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gigasauger nochmal. Ne? Bitte ein Crit, bitte ein Crit, bitte ein Crit, bitte ein Crit, bitte ein Crit. Wieder kein Crit. Mein schlechter Body Slam Crit oder sowas. Erholung, 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 bitte, 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 bitte. Gedanken, okay, okay, geht auch tatsächlich noch klar. Aber. Oh. 4-0 wird's auf jeden Fall nicht mehr, das kann ich schon mal sagen. Jetzt bitte ein Crit, bitte ein Crit. Wieder nicht. Erholung wird wahrscheinlich jetzt wieder kommen, ne? Erholung? Ja. Och man, ich hasse sowas. Das ist immer so langatmig und du weißt irgendwie nicht, ob es funktioniert oder nicht oder was abgeht. Du wartest quasi nur auf deinen eigenen Tod. Das ist scheiße. Bitte, 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 Selby, bitte, bitte, bitte. Bitte, Celebi, bitte, 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 bitte. Wieder keiner. Nanken gut wieder. Jetzt wird wahrscheinlich auch Celebi killen, tipp ich mal. Ey, Bro, ich will die ganze Season keinen Luck, bitte. Bitte gönn Game, bitte. Weil jetzt kann man nicht Glück persönlich, aber. Ja, ich habe so einen Gigasauger übrig. Danach habe ich es wahrscheinlich wirklich verloren, weil dann. Weil das ist die. Das ist meine. Okay. Schlafrede, was kommt? Vielen Dank, gut, du meinst jetzt auch plus 6, plus 6. Okay.
Crit, bitte. Celebi! Do it for me! Do it for you, do it for everything here. Bitte! Celebi. Bitte, 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 bitte. Jetzt der Crit, bitte, bitte, es wäre so gut. Natürlich nicht. Ja, wohl noch mehr. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich verloren jetzt. Mein bester effektiver Move ist schon mit leer. Ich will jetzt in Rot haben. Oh. Ja, ich bin so auf der Zeit vergangen. Oh, ich bin so ein Spacko. Okay, also, mein Mama hat mich im Zimmer. Ich schaue wieder auf den Bildschirm, was ich sehe, ist ein Volltreffer. Perfekt, Alter. Geil, ich liebe alles. Oh Mann. Ey, ich muss auch mit in Towers irgendwie gehen und hoffen, dass hier irgendwas. Bitte Erholung und ich ritte den. Bitte, bitte, bitte. Schlafen, 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 schlafen. Erholung, 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 bitte. Gedanken gut. Er kann nicht mehr. Er kann nicht mehr, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr. Jetzt der Crit, Tauros, bitte. Du kannst es, Mann. Ich glaube an dich. Tauros. Tauros. Du kannst das. Was macht er jetzt? Überlegt er jetzt, was aber rausgeht oder was? Mit +6/+6 Primarina. Bitte, Tauros. Wenn jetzt auch alles wieder auf Erholung geht. Wahrscheinlich ja. Jetzt noch zweimal mit Schlaf in Erholung bekommen und ich bin durch. Weil ich den 3-Hot-3-K und kann. Ich kann ja 3-Hot-K und mit Tauros. Erholung, 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 bitte. Oder nochmal Gedankengut. Ach, er hat kein Schlafgehen mehr. Er hat kein Schlafgehen mehr. Oder was? Oder probier jetzt die Schlafgehen auszustoren oder was? Crit. Wieder keiner. Macht jetzt kein Schlafgehen mehr oder was? Wir killen ihn jetzt. Hey, warum hat er jetzt gerade verklickt oder was? Bitte, bitte. Bitte keine Schallwelle. Gedankengut, wir haben ihn weg, wir haben ihn weg, wir haben ihn weg, wir haben ihn weg, wir haben ihn weg. Wir haben ihn weg, wir haben ihn weg, wir haben ihn weg, wir haben ihn jetzt weg, wir haben ihn jetzt weg. Wollte ich Slam nochmal und er ist weg. Tauros. Mach es. Mach es, Tauros. Mach es, mach es, mach es, mach es, Tauros. Kill ihn jetzt einfach. Und Arme, bitte drück einfach. Tauros. I believe in you. Man liegt doch nicht so lang. Ich bin wahnsinnig hier. Ich habe uns überlegt, mit dem letzten Schild wieder auf Erholung. Das wäre natürlich jetzt absolute Top-Tier, aber ja. Weil es auch so ist, jetzt überlegt, ob ich aber vielleicht will ich überlegt. Das ist deswegen gerade schon was er drückt. Wobei eines der Messer-Play ist trotzdem ist Erholung zu drücken. Man muss ja nicht überlegen. Weil es ihn trifft. Und Primarina ist weg. Alter. Ich war eigentlich noch Abendessen, ne? Jetzt noch Ramot, was fast tot ist. Kramor, Gladi und Glaciola. Okay. We go in. Jetzt denke ich noch, wenn ich so in der Setup-Kramor komme, dann komme ich zu dir nach Hause, Arno, ne?
Haben wir oft gewartet, dass die gleich noch, dass die gleich noch zwei jetzt einmal rausholen, damit eine Weakness Policy da steht. Ey, das ging halt ein bisschen aufs Herz, ne? Und auf die Nerven. Ach du Scheiße. Dann wäre wahrscheinlich im Endeffekt doch Expert Build besser gewesen, ne? So, jetzt werden wir natürlich schauen, was der für ein Item ist. Ich gehe in Lando. Wir sind Rocky mit Lando. Dann werde ich gleich mal kalken, was da dann ist. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen im dynamischeren Game drin und ich jetzt nur drücken. Gelate. Ob der mir die Damage Boosting Item ist oder was auch immer der ist. Jetzt. Wenn ich erstmal Intimidate dann schon mal reinmachen soll. So. Der Löwe kommt rein. Oh, Tiger, was immer er ist. Meteora kommt. Und was drückt der? Knock wahrscheinlich oder sowas. Ice Heap. Okay, ja, der kommt. Wie viel macht der? Okay. Okay, das war relativ guter Schaden tatsächlich. Ist das normaler? Das ist kein. Wie viel macht denn der Ice Punch so? 36. Was ist das? Ja, das wird passen. Ist der gescarft? Dann kann ich jetzt eigentlich relativ free in Adam Smasher gehen. Holen wir es mal. Testen wir mal, was der für ein Item ist. Weißt du, können wir mal. Jetzt ein Flame Buddy, ne? Jetzt ein Flame Buddy. So, und ich werde jetzt einfach hier einen Feuerblast klicken, weil nächstes Mal Wasser safe reinkommt. Und ich faxe jetzt ein bisschen dicker ab hier, nach dem Primarina. Er geht raus, okay, das Ding ist wahrscheinlich gescarft. Broma, das ist. Nehmen wir dafür jetzt wahrscheinlich ab. Und natürlich missen wir, aber der macht uns nichts, von dem her geht jetzt einfach auf eine Erdkräfte, die killt safe. Geht schon, muss ja noch ein bisschen Kills sammeln, ne? Wenn die bisher einen Kills machen, Celebi und Tauros, ja. So, Galagladi hat den Eis. Punch war eigentlich auch erwartbar. Dazu hat es mir noch nichts. Ramot hat Quiver und sonst bisher nichts gezeigt. Wahrscheinlich die Boots oder sowas. Ich habe keine Rocks gelegt bisher. Und von Kramer wissen wir auch noch nichts. Psychokinese macht halt nichts. Auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen was. Okay, der ist relativ offensiv natürlich. Okay. Es ist heute willig zum Lachen, ne? Es ist heute willig einfach nur zum Lachen. Ich krieg 15 Turns seinen Crit, er greift mir jetzt von den letzten drei Moves, die wir gerührt haben, zwei gekrittet. Ey, es ist eine absolute Farce, dieses Game manchmal. Du hast hier natürlich wieder viele Differenz. So, das Ding ist aber jetzt, zwei von seinen Monstern, die jetzt reinkommen können, ja, Robert kann ich auch durchstreichen, zwei von seinen drei Monstern, die jetzt reinkommen können, kill ich halt mich hier schon. Ich muss also nur noch Galagladi wegbekommen und dann gewinne ich das. Nur ist mein Scarfer ist weg. Hat hier nach jedem Move, den er mit Galagladi macht, komme ich mit Jackie ran und kill ihn mit Body Slam. Aber noch mit, bei mir hat jetzt auch schon Chip drin durch den Rocky Helmet. Kann ich jetzt ehrlich gerade. Oh ne, ja, okay. Ich dachte irgendwie kurz, ich hätte, weil es vorhin relativ viel. Rückstoß war auf mein Lando. Hatte ich gerade irgendwie vielleicht kurz hier was verpennt. Jetzt ist die Frage natürlich. Was drückt er? Ich gehe einfach in Brandon, werf den ab und scout damit, was er macht und gehe dann halt hier auf dem rein, was er macht. Da könnte ich jetzt eigentlich riskieren auf den Eisig Züge, weil ich einfach drin bleibe und den Feuer ablassen kann, aber. Nahkampf, okay. Ich kann also in Lando gehen gleich. Natürlich jetzt übelster Confusing Move, wenn jetzt aber plötzlich hier doch den, wenn es aber plötzlich doch nicht gescarft ist, aber sehe ich eigentlich gerade nicht, dass er nicht gescarft ist.
Kann eigentlich hier ein Kind hier schon mit Close Combat? Wäre es interessant zu wissen. 80% Max Damage. Okay. Hier safe auf ein Erdbeben. Er geht raus, okay. Das ist wahrscheinlich jetzt. Ja, der wird kommen. Ich muss aber gerade. Ich muss auch safe spielen, weil ich jetzt auch mit Q. Ich bin blöd. Ach, das war jetzt schon wieder dumm einfach. Das war schon wieder einfach dumm. Mann. Ja. Ich bin wahrscheinlich schneller als der. Ich nehme gleich den Heat schon. Und jetzt das Rest von dem Team, was ich jetzt noch habe, ist relativ kampfanfällig. Weil er ist auch plötzlich schneller als ich. Oder ist es plötzlich Bulk up irgendwie, weil er jetzt auch da auf dem Nummer ein Setup fahren musste unbedingt. Oder entscheide dich bitte einfach. Aber er ist auch nicht, weil ob ich ein Katapult-Set bin, ne? Ja, ich bin schneller als er, das war relativ klar. Er ist auch Rocky Helmet, okay. Ich bin jetzt auch mit einer U-Turn von ihm, ne? Deswegen gehe ich jetzt halt Smasher wieder. Wo das vielleicht auch jetzt dumm war. Rückenwind, okay. Okay, komme ich auch mit klar. Geh auf den Feuersturm. Der auch mal kurz ins Zimmer drin. Okay. Okay, weil er gerade langsam weiß ich, trotz Rückenwind. Aber nicht blöd. Weil der irgendwas noch gedrückt gerade. Ich war leider nicht hingucken können gerade. Dann habe ich jetzt irgendwie YouTube gegangen, ist deswegen. Falls mein Shop weg ist, habe ich ein Problem. Wenn jetzt irgendwas zum Setup-mäßig gedrückt hat oder sowas, weil es irgendwie rückappen wollte oder sowas, das ist natürlich gut, aber wenn jetzt Damage gemacht hat, ist kacke. Glacius, oder ist Glaciola? Ich gehe nach Terra jetzt, glaube ich. Warte. Okay, hat mir keine Schaden. Ich weiß nicht, was er gerade gedrückt hat. Oh mein Gott, ihr seid. Ich jetzt in Panam und hole gleich mit dem Wish Amalendo, glaube ich, wieder hoch. Deswegen kann ich eigentlich nicht setupen, soll ich vielleicht auch so vielleicht mit dem Work, aber danach kann ich ihn trotzdem killen. Ja. Ich gehe in Panam. Haben wir das Evoli-Matchup? Ja, Aquavelle, lieber Klaas, die kommt. Auf den Wish. Ich kann Kramer durchstreichen jetzt. Ja, das war klar, dass der kommt. Lebe ich theoretisch mit Nachtara einen Close Combat? Ich bin Full Fistiff. Kann ich den leben? Dann kann ich den jetzt toxen und langsam auszollen.
kann ihn halt leben. Ich tox den. Ich tox den jetzt. Es wäre wahrscheinlich leider kein 4-0. Wir sind kurz davor, aber es wird kein 4-0. Natara lebe. Sehr gut. Und wir kriegen gleich den Wish wieder. Okay, Wish wieder, sehr gut. Und wir kriegen die Lefties nochmal. Also, es tut mir gerade leid, dass ich das so spielen muss, aber er hat einfach auch. Er ist nicht der Einzige, der mit ähnlichen Taktiken rumfährt, mit seinem Wrist-Talk-Kack da. Also, ich will das natürlich kritisieren, aber es gibt Leute, die auch was gegen. Also, ich bin ja auch einer, der jetzt nicht unbedingt komplett positiv gegenüber Tox Protect steht, aber es ist eine valide Taktik, man darf spielen. So ist es nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich keinen tanken, das ist das Ding. Heißt, ich werde jetzt Lando abwerfen. Wie gesagt, es wird definitiv kein 4-0. Das haben wir jetzt ja gerade schon klar vorhin. Aber ich muss es jetzt gerade so spielen, weil ich nicht weiß, ob Natar nochmal einlebt, weil ich halt nicht weiß, was für eine Rolle war. Ich weiß nicht, ob vielleicht doch Element ist. Wenn ich mit Natara nicht nochmal, kann ich ganz selbst mit Natara nicht nochmal im Nahkampf lebe. So, weil jetzt nehme ich auf jeden Fall nochmal ein. Wenn ich gleich nochmal, wenn ich gleich nochmal wische. Dann krieg nochmal Rocky Helmet Damage und damit soll ich das Ding eigentlich relativ safe haben. Wenn ich das jetzt nicht komplett dumm runterspiele. Weil jetzt Natara gehen kann, nochmal protecten kann, nochmal die Lefties bekommen und danach wieder wischen kann. Mir ist das relativ eklig, dass ich das so runterspielen muss. Tut mir leid, aber das ist das Beste, wie ich es machen kann. Panam kommt wieder. Das Toxin soll mittlerweile relativ fortgeschritten sein. Ich habe ein Schutzschild. Er geht raus, okay, ja. Was ist seine beste Entscheidung jetzt? Ich wish jetzt und. Jetzt ja wieder wischen und mich hochheilen. Und theoretisch einen Heatun rausgehen jetzt. Danach, wenn er jetzt nicht, weil er jetzt nicht zu viel Schaden macht. Eisstrahl kommt. Dass er nicht so viel machen, doch macht er. Ach du Kacke. Das ist die Gespext. Auf den Protect. Ich wüsste ja, ob jetzt gespeckt ist. War das gerade Specs Damage? Eigentlich macht der Eis nicht so viel, oder? Jetzt macht er 30%, der ist gespeckt. Geh nochmal auf den Wish und gehe ich gleich dann gehe ich gleich in Heatron raus. Jetzt bitte keinen Freeze oder sowas, das wäre jetzt natürlich richtig uncool. Soll ich jetzt in Heatron? Das Ding ist, selbst wenn er jetzt rausgeht, wenn er jetzt in seinen, Galagladi geht, ich habe die Chopperberry, ich kann ihn killen. Eisstrahl kommt. Der macht halt nichts. Wir nehmen den Wish von unserem Ambien wieder. Ich habe kurz etwas angedauert zum Laden, das hat kurz wieder etwas Angst gemacht hier. So, wir gehen jetzt auf den Feuerblast und ich denke, dass er wahrscheinlich wirklich Specs sein wird. Feuersturm kommt.
Und der killt. Und ich werde das Ding jetzt relativ safe machen, wenn ich irgendwie am Ende auf 1-0 runterkomme. Aber ich werde das Ding gewinnen. So, ich gehe auf den Feuersturm nochmal. Am Ende geht die Heatwave wahrscheinlich wieder mit 4 Kills oder sowas raus. Es ist komplett unfassbar, was der abreißt in der Season. Nahkampf. Ich fresse meine Chocolate Berry. Beleben den. Jetzt bitte hitten. Bitte einfach hitten. Sonst dauert es wieder nur ewig lang. Muss ich mit Nachtara rumspielen hier. Rostelbeere, ja. Und der Feuersturm hittet. Sehr gut. Wir gewinnen das Game gegen Arno mit 3-0. Und es war unfassbar intens wieder. GG an Arno. Und es muss sich natürlich, ich weiß natürlich, das ist eigentlich noch nicht von Bora gegen Eve. Wenn Bora gegen Eve gewinnt, bin ich jetzt in den Playoffs. Wenn nicht, bin ich es nicht. Ich hätte es mit der Leistung dieses Season nicht verdient, aber ich würde gerne in die Playoffs kommen. Ich hätte schon wieder 4 Kills gemacht. Das ist absolut unfassbar, wie dieses Ding eigentlich abreißt. Der hat jetzt 14 Kills in dieser Season. Und er war ein Game weniger dabei als Lando. Dann noch Taurus ein und, ich wollte gerne in die Pokédex. Dann noch Taurus ein und Celebiert noch ein. Ja. Also will ich was Heatwin dieses. Was, also anscheinend kann ich mir Heatwin auch gut bauen. Der ist einfach cool. Der ist einfach schlicht cool. Aber dieser wieder absolut perfektes Set wahrscheinlich gewesen, tippe ich mal. Aber mit Chalberry eigentlich für Zara Aura war. Wenn er dann bei Gaia Gladi geholfen hat. Aber ich würde mal sagen, nach diesem relativ stressigen Kampf. Mit allem, was irgendwie dazu gehört, mit Hacks, mit Disconnects, mit Plays, mit whatever, verabschiede ich mich. Und wie gesagt, wir sehen uns vielleicht nochmal diese Season. Wir sehen uns vielleicht auch nicht mehr diese Season. Ich mach mich ab. Ciao.